So sehen sie aus, unsere Pork Belly Burnt Ends als süße Fleischlollipop-Variante. Wie wir diese Meat Candies zubereitet haben und ob sie am Ende schmecken, dranbleiben. Grill 5-0. Hier seht ihr unsere Zutaten. In erster Linie unseren Hauptdarsteller heute, ein Stück vom Schweinebauch. Der Metzger unseres Vertrauens hat hier bereits die Schwarte entfernt, genau wie die Knorpelleiste herausgeschnitten. Alles kein Problem, dies selbst zu tun. Wenn ihr aber den Metzger eures Vertrauens nett bittet, wird er sicher die Teile gleich für euch entfernen. An Gewürze verwenden wir heute Magic Dust von der Spice Bar und ebenfalls von der Spice Bar den Kokosblütenzucker. Dann wollen wir uns noch eine Soße zum Gläsen zubereiten. Die Grundlage dafür ist jede Menge Barbecue-Soße. Diese werden wir mit Ahornsirup noch etwas verfeinern. Für die Schärfe einen kleinen Schluck Tabasco reingeben. Und wenn uns das Ganze dann zu zähflüssig erscheint, werden wir dies noch mit Cola strecken. Last but not least ist heute wieder einmal gute Butter am Start. Ihr kennt das, kommentiert ruhig mal mit Hashtag gute Butter. Ein Wort, Hashtag gute Butter. Nach unserem Fail, bei dem wir versucht hatten, die Teile lecker in nur 2 Stunden zu bekommen, ich verlinke euch das Video hier oben nochmal, nehmen wir uns heute einfach mal 4 bis 5 Stunden Zeit, um saftige Meat Candy zuzubereiten. Wir werden also Minimum 3 Stunden die Teile smoken, werden dann die Fleischstückchen für Minimum 1 Stunde im eigenen Saft mit etwas Butter und Kokosblütenzucker schmoren und final die ganze Sache mit unserer Soße noch gläsen. Wie ihr seht, starten wir auf alle Fälle damit, den Schweinebauch in ca. 3x3 cm große Würfelchen zu schneiden. Wir wollen das Ganze heute ja als kleine Leckerei, quasi als Meat Candy zubereiten. Deswegen sollen die Würfel auch nicht zu groß werden. Nun rappen wir die Fleischwürfel mit dem Magic Dust von der Spice Bar. Ihr könnt hier nehmen, was ihr wollt, egal ob ihr etwas selber mischt oder euren Lieblingsrapp verwendet. Alle Seiten der Würfelchen sollen etwas vom Rapp abbekommen, daher drehen wir das Ganze nochmal. Nochmal etwas Rapp von der anderen Seite drüber, wir wollen es aber auch nicht übertreiben. Die Fleischwürfel sollen dann später auch nicht überwürzt erscheinen. Wer will, kann das Ganze auch noch einschweißen und über Nacht in der Kühlung ziehen lassen. Das ist aber eigentlich kein Muss. Nun geben wir die Würfel hier auf so ein Rost. Da können wir die Fleischwürfel schön nebeneinander positionieren. Wie gesagt, immer etwas Abstand lassen, damit der Rauch schön von allen Seiten ran kann. Wir nutzen dafür die allseits bekannte Schwedenschale. Da ist gleich so ein Rost dabei. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn wir das dann in den Portland XXL schieben und smoken, tritt das Fett hier in die Schale aus und wir haben nicht so eine Sauerei und viel weniger zu tun, dann zum Schluss beim Saubermachen. Den Portland XXL haben wir inzwischen mit Buche bestückt und auf 110 Grad einreguliert. Das ist so die maximale Temperatur, die wir heute fahren wollen. Die Fleischwürfel lassen wir jetzt für 3 Stunden im Rauch schön smoken. Los geht's! Drei Stunden sind jetzt rum und das Ganze duftet bereits schon richtig schön herrlich. Alle Fleischwürfel direkt jetzt in eine Schale geben. So, das schaut schon mal toll aus. Jetzt geben wir etwas vom Kokosblütenzucker drauf. Hier geizen wir nicht, es heißt ja nicht umsonst Meat Candy. Wenden wir nochmal alle um, denn auch die andere Seite will noch etwas mit Kokosblütenzucker bestäubt werden. Jetzt geht noch mal richtig schön gute Butter oben drüber. Wie die Oma schon immer gesagt hat, nichts geht über gute Butter. So. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir die Fleischwürfel luftdicht verschließen. Ihr könnt das einmal jetzt ganz einfach mit Alufolie machen. Am besten kreuzweise, damit es richtig dicht wird. Wer jetzt bei Alu Bedenken hat, Alu ist böse, Alu ist Dudu, der passt auf, dass das Fleisch nicht mit Aluminium in Berührung kommt. Ihr könnt aber auch einen anderen Trick anwenden, wenn ihr 2 so Konsistschalen habt. Dann nehmt ihr einfach die andere als Deckel oben drauf.
Wir haben dann hier noch so Clipser am Start, mit denen wir die Form relativ luftdicht verschließen können. Und so kann das Teil dann in den Smoker. Diesen geben wir etwas mehr Hitze. Wir tentieren so auf 120, maximal 130 Grad und werden das Ganze eine Stunde drin lassen. Wenn es am Ende eine halbe Stunde mehr ist, ist es auch nicht schlimm, denn die Teile sollen wirklich schön zart werden. Also ab in den Smoker damit. Eine Stunde ist inzwischen rum. Wir gönnen den Fleischpralinen noch etwas Zeit im Smoker und bereiten uns derweil die Soße zum Glasieren hier auf den Seitenbrenner vom Broilking vor. Die Grundlage des Ganzen ist Barbecue-Soße und die geben wir schon mal hier in die gusseiserne Kasserole auf den Seitenbrenner. Auf alle Fälle verfeinern wir das Ganze noch mit etwas Ahornsirup. Das bringt einen besonderen Glanz hinein. Und für eine leichte Schärfe geben wir noch ein paar Spritzer Tabasco hinzu. Um hier nichts zu verschenken, spülen wir die Barbecue-Flaschen noch mit etwas Cola aus. Es wäre ja schade drum. Das Ganze soll nicht stundenlang köcheln, sondern nur heiß gemacht werden, damit die Glaze dann im heißen Zustand auf die Fleischpralinen gegeben werden kann. Dann kosten wir mal. Ja, alles drin, was ich mir vorgestellt habe. Eine leichte Schärfe noch durch den Tabasco, die Süße durch den kleinen Schluck Cola, der Ahornsirup und Barbecue-Soße an und für sich. Das passt super aus Fleisch. Apropos Fleisch, mal runter mit dem Deckel. Vorsicht, das könnte etwas dampfen. Schaut das lecker aus. Auch wenn es schwer fällt, die Augen davon abzuwenden. Wir freuen uns über einen Daumen hoch für das Filmchen und über jedes neue Abo. Wir bedanken uns dafür bei euch. Ja, die Würfelchen pinseln wir jetzt mit unserer Barbecue-Soße schön ein. Alle Würfel sollen etwas abbekommen, so dass auf allen Seiten die Glaze schön in das Fleisch einziehen kann. Offen gehen die Schalen gleich in den Portland XXL, damit die Soße schön auf dem Fleisch karamellisieren kann. Im Smoker gehen wir mit der Temperatur wieder etwas zurück, sagen wir mal auf maximal 110 Grad. Dann kommen noch ein paar Holzspießchen rein, damit es stilecht Lollipops werden. Nach dem Verkosten sehen wir uns dann zum Fazit wieder. Lecker, die Schweinebauch-Fleisch-Lollipops sind uns richtig gut gelungen. Saftig, süß, ach was, mega süß, mit einem kleinen Hauch spicy und richtig, richtig schön zart. Punktlandung. Gut Ding will eben Weile haben. Nehmt euch einfach die Zeit, die diese Leckerei braucht, um perfekt zu werden. Bei uns hat es jetzt aufgrund dieser ganzen Filmerei doch 6 Stunden gedauert, aber wenn ihr das zu Hause ohne Tellerbild und immer wieder Kamera einjustieren hintereinander wegmacht, reichen vielleicht 4 oder 4,5 Stunden dafür. Wir haben auf alle Fälle in Summe 3 Stunden gesmoked, über eine Stunde luftdicht im eigenen Saft gegart und nochmal 30 Minuten schön mit der Barbecue-Soße gegläst. Ich bin zufrieden, die Kamerafrau fand es auch richtig lecker. Was will man denn mehr? Als Beilage hatten wir ganz einfach etwas Baguette und paar eingelegte Zwiebeln dazu. Hier passen aber auch Mac and Cheese, Rosmarinkartoffeln oder Polenta. Pork Belly Burnt Ends an und für sich und als Lollipop-Variante im Speziellen kann man echt mal öfter machen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Der eine oder andere teilt das Filmchen mit seinen Freunden und gibt noch schnell einen netten Kommentar ab. Danke dafür und fürs Zusehen. Euer Cowboy von Grill 5-0.